Ich erinnere mich, wie ich 1966 aus Hollywood kam. Ich stecke mir eine Zigarette an und mein Vater versucht, sie mir wegzunehmen. Wir sprachen irgendwann über Davids Schwächen und Fehler. Starrköpfig. Ein richtiger Boris. Unabsichtlich grob. Immer war ich auf dem Oberdeck. Ich wollte immer noch mehr sehen. Sein enormes Talent fürs Zeichnen befriedigte nicht seinen Ehrgeiz. Es war der perfekte Ort. Er hat all die Energie der USA und den mediterranen Touch. Die ganze Welt lag einem zu Füßen. Und dann tauchte plötzlich AIDS auf. Du denkst jeden Tag an sie und dann hörst du damit auf, weil es zu viele sind. Ich habe in der Bohème gelebt. Und die Bohème ist ein toleranter Ort. Solange er fähig ist, die Welt durch seine Bilder zu sehen, wird er alles überleben.